So, er holt hier niemanden. Also sind wieder keine Arbeiter verfügbar. Können wir mal ein bisschen reduzieren. So viele Kinder gibt es ja bei uns gar nicht. Babys schon, aber Kinder noch nicht so. Dankeschön! Markus unterstrich der unterstrich Franke schenkt einen Sub an Nighthawk X00. Dankeschön, Markus, für den Verschenken an Nighthawk. Danke vielmals. Ich mach jetzt mal... Mein Tool funktioniert gerade eh nicht. Von daher mache ich dieses Fenster jetzt mal zu, weil es ist so weißes, grelles Licht an der Seite. Ich mag das nicht. Wir kommen ja gerade nach. Wie sieht's mit der Uni aus? Uni läuft. Aber du meinst mit den Professoren wahrscheinlich. Das schaut auch gut aus. Die erholen sich ja auch gerade wieder. Das klappt. Also wir kriegen immer mehr Leute rein. Eine gute Sache. Wie gesagt, was wichtig wäre, also wir müssen halt echt schauen. Jetzt haben wir hier den Straßenabschnitt, der konnte relativ zügig gebaut werden. Was halt richtig geil wäre, wäre, wenn wir jetzt endlich mal den gemischten Müll hier wegbekommen würden. Weil wenn das läuft, dann können wir unsere Einnahmen schon ein bisschen in den Griff bekommen. So. Hier irgendwo noch Platz drin, nee, ne? Alles komplett voll. Ja, okay, da muss nicht mehr viel geliefert werden, dann kann schon das erste größere Fahrzeug hier vorbeischneien. Ja, und er würde ganz gerne, ne? Er kommt vom Abrissbüro. Welchem denn? Das muss ja das da dann sein. Gut, okay. Ja, schade, selbst wenn hier Leute wären, die können gerade nichts machen, ne? Ja, gut, dass jetzt hier mal ein Bagger ist, das ist natürlich großartig. Schau mal, das kriegen die locker flockig hin. Bis 10. Unsere Stadt erholt sich. Ich würde ja, wie gesagt, mein Traum wäre es ja, an der Stadt weiterzubauen. Wir machen auch gerade deftig Minus. Oh, da läuft wieder was. Eine direkte Linie für Asche einrichten, den Schmodder an der Grenze verkaufen. Aber wir kriegen doch für Asche kriegen wir doch nichts, oder? Da müssen wir doch auch bezahlen, dass wir den loswerden, oder? Oh, das geht schnell. Genau, kostet Geld, klar. Ne? Also das ist ja... Also wird er als gemischter Müll deklariert, das heißt, gemischter Müll müsste ich an der Grenze trotzdem für Rubels verkaufen. Also das kriege ich nicht los, einfach so.
Ich meine, jetzt kann man sich drüber streiten, ob die Asche, die an der Grenze verkauft wird, das bisschen Minus sich dann sofort mit dem Sondermüll, das wir einkaufen, ja wieder rechnet. Ja, klar. Ich würde jetzt ganz gerne mal gucken, wie die Verwehungsrate von der Asche ist. Also wie lange wir brauchen, um das Ding voll zu machen. Irgendwann müssen wir uns was überlegen, das ist ganz klar. Dann lade ich halt hier gemischten Müll ein und verkaufe gemischten Müll an der Grenze. Das kriegen wir schon hin. Jetzt warten wir mal, was passiert, wenn hier mal wirklich ein bisschen Kapazität da ist. Und dann gucken wir uns das mal an. Die Verwehungsrate ist sehr gering, genau. Ich will das ganz gerne mal einfach sehen, wie das dann am Ende aussieht, wenn man das dann praktisch macht. Weißt du? Schaut's denn hier drüben aus? Oh, hier sind viele Leute am Arbeiten. Es geht gut. Ja, auch ein paar. Da wird gleich wieder Alkohol verkauft. Also, wie viel Geld machen wir denn eigentlich mit dem ganzen Spaß? Dieses Jahr Verkauf, Export von Ressourcen in den nicht in westlichen Sowjetblock. Gut, wir haben mit Stoff schon 53.000 verdient. Mit Alkohol 31.000, mit Bretter 8.000. Ja, ist okay für mich. 94.000 haben wir im Jahr jetzt verdient. Ist natürlich jetzt nicht so der Mörderbringer, ne? Also das ist jetzt nicht die Wucht. Aber dafür lief ja auch eine ganze Weile lang nichts, weil wir keinen Strom hatten und so weiter. Das muss jetzt. Und dann waren die Leute wieder überfüllt. Es war wild, es waren wilde Zeiten. Jetzt lass das mal ruhig ein bisschen anlaufen. Wenn das durchgehend so läuft, ich bin erstmal ganz entspannt. So. Also in der Müllverbrennung laden wir ja eh schon gemischten Müll eigentlich auf. Wir wissen ja bloß nicht, wohin damit. Wir könnten natürlich jetzt auch gemischten Müll hier in der entladen. Das würden sie sofort instant machen. Ich mache das jetzt mal einfach für euch, bis das hier fertig ist, damit wir das mal testen können. Und ihr sagt, hier müssen wir, glaube ich, die Richtung noch ändern, ne? Ja, so. So, er fährt mit 33 Tonnen gemischten Müll zur Grenze. Das wird natürlich auch nicht kein billiges Vergnügen sein, nehme ich an. So, hier stehen die nächsten Dinger wieder. Das soll uns ein bisschen Kapazität einfach zeigen. Nehmen die das jetzt hier mit raus? Sondermüll wird nicht übertragen, oder was? Gut, dann müsste ich halt einfach das nochmal anders machen, aber... Was macht ihr hier? Ihr ladet ab. Okay, okay, okay. Ja gut, Hauptsache gekauft, ne? Ja, unsere Müllhalden hier, die sind legendär. Bekannt im ganzen Ostblock. Der müsste erst hier leer sein, um das hier zu verwenden. Ah, okay, verstehe, verstehe. Gut, wir machen wieder Geld, ne? Es kommt wieder Kohle ran. Ich meine, wir brauchen mehr Leute hierfür. 4 Arbeiter wären schon geil, ne? Bützenbacher Müllverbrennung ist vielleicht mehr Fahrzeuge erforderlich, finde ich auch. Also wir haben ja gelernt, eine weitere 10-Personen-Teil wäre ganz cool, damit da einfach regelmäßig Leute kommen. Also ein Bus und da brauche ich einen Bus, der so 10 Personen transportieren kann ungefähr. Die 25er, R11, ihn nehmen wir. Er ist gekauft. Der kommt noch auf die Linie drauf. So. Und dann können wir nämlich die hier alle mal nach und nach starten lassen im Übrigen.
Jetzt geht es dann langsam in die Nahrungsmittelproduktion. So. Gut, die teilen sich jetzt dann auf. Schauen wir mal, wie es läuft, wenn dann zwei hier drauf sind. Da kommt jetzt wieder einer. Aber der fährt immer ein bisschen dämlich irgendwie. Der fährt in die Bützenbacher Bushalte. Hm. Die Müllberge Zwergoniens. Das sind die wunderschönsten Müllberge, die ihr je gesehen habt. Ja. Blühende Landschaften. Also... irgendwo anders dann halt. Aber, ne? Ja. Ich weiß, ihr mögt's auch. So, jetzt bin ich mal echt gespannt. Es müsste ja, der hier müsste ja trotzdem gefüllt werden. Also irgendwas müssen die ja jetzt machen, ne? Ich könnte jetzt auch dem sagen, bitte warte, bis der Lagerprozentsatz mindestens 10% oder so erreicht. Aber ich würde eigentlich eher sagen, 20% oder so. Damit die nicht ständig für nix fahren, weißt? Das Einzige, was da blüht, ist Salpeter. Ah. Macht er hier? Ah, frischen Sondermüll abkippen. Herrlich. Und wie das duftet. Ja. Es gibt ein ganz saftiges Bouquet, ja? Das muss man mal festhalten. Also, die Bützenbacher Müllhalde. Ja. Ist doch wohl das Edelste, was ihr euch vorstellen könnt. Funbird sagt, so besonders finde ich den Müll jetzt nicht. Warte kurz, für Funbird ist ein spezielles Hotel untergebracht. Ja. Eine spezielle Hotelunterbringung im Bützenbacher Hauptgefängnis. Damit er demnächst als Häftling in der Müllverbrennung die Glanz und Gloria hier dieser Anlage zu schätzen lernt. Au ja! Saftig, höchstens die Suppe, die da unten rausläuft. Ah, nix Suppe. Ja, das ist, Das ist wunderschön einfach. Alter. Uiuiuiui. Jetzt nimmt das ganze Ding langsam Fahrt auf. Stell dir vor, wir könnten am Tag 30 Tonnen gemischten Müll dadurch jagen. Oder in dem Fall 15 Tonnen Sondermüll. Die Frage ist, geht das jetzt hier im großen Stil weg? Ich interessiere mich sehr. Jetzt warte mal, ganz kurz. Ich will wissen, nehmen die das jetzt in Masse hier raus oder nicht? Wenn die hier mal leer werden, bisher waren sie noch nie leer. Deswegen konnten wir das noch nie wirklich sehen, dass die große Geschichte hier auch mal ein bisschen Fahrt aufnimmt. Na, jetzt hat der wenigstens mal 9 Tonnen. Wir könnten das nochmal weiter anheben, das ist ja lächerlich. So. Der müsste jetzt gleich auf 0 runter sein. Und dann müsste er aus dem Lager eigentlich instant rausschaufeln. Nein! Jetzt sind alle nach Hause gegangen. Da kommt der nächste Bus, Gott sei Dank. Let's go! Wir kriegen das mit der Kohle noch hin. Ich sag's euch, wie es ist. Ich bin guter Dinge. So, jetzt ist er gleich auf 0 und... Er macht's. Wunderschön. Das heißt, jetzt haben wir den Automatismus durchgezogen. Ja. Wir lassen das mal mit dem Verkauf vorübergehen so. Und ich nehme den Vorschlag, ja. Ich nehme den Vorschlag von Markus an. Wir machen einfach Folgendes. Wir pflanzen hier Thujas. Wir verstecken unseren Müll einfach hinter einem Wald aus Thuja-Hecken.
So, fertig. Oh, guck mal, wie schnell das geht. Ja, Oleg, wir sind voll im Betrieb. Im Betrieb. Guck mal, was wir plus machen mit dem Blödsinn. Wie war das mit dem AKW im Wald nochmal? Ich habe da so Erinnerungen, Max. Ich weiß nicht. Das ist, das muss. Da ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ja. Lion King sagt gerade, riechen tut man es noch. Ja, das kann auch bei dir aus dem Nachbargarten kommen. Das weißt du ja nicht. Wer es du nicht siehst, existiert nicht. Jaja, also hier werden Thuja für den Sozialismus gepflanzt. Juhu, saurer Regen. Ja, oh, der brennt immer so am Gesicht. Oh. So, hier wurde ein bisschen was geholt an Sondermüll, aber naja, 86%. Da wird schon wieder neu eingeladen. Guck dir das an, was wir plus machen. Das geht auf keine Kur und wir machen. Das läuft richtig gut. So, haben wir eigentlich jetzt schon Essen produziert? Fragen über Fragen. Ja! Poleg! Es mundet. Okay, dann müssen wir jetzt unser Essen demnächst umschrauben. Wir forschen einfach eins am anderen jetzt. Alles, Max, liefert, was Sondermüll irgendwo abgreift, würde das reinliefern. Okay, wir brauchen mehr LKWs, so wie das scheint. Die sind alle unterwegs. Ja, die müssten alle hier rumstehen und abtanken. Hier ist er wieder. Okay. Ja. Dann machen wir mit denen jetzt erstmal Folgendes. Die sollen hier Essen tanken. Also beladen Essen. Ab einem Lagerprozentsatz bis 10%. Und hier entladen. Bei 80%. Und hier auch. So. Aber wir halten uns wacker bei 33k, ne? Es bewegt sich nichts mehr. Das geht weder hoch noch runter in irgendeiner Form. Das ist völlig absurd. Oh nein, wir sind schon wieder voll. 41k haben wir verdient. Oh, das Gefängnis. Ihr habt recht. Entschuldigung. Gefängnis ist ja auch mit dabei. Brauchen wir auch noch Essen. Ja, so stabil ist die leider noch nicht, ne? Wir können hier noch was reinladen, aber das Problem ist, es wird immer, wir kommen immer wieder an die Grenze, dass wir was holen müssen. Aber auch schweineteuer, die Dinger, ne? Als wären auch Leute da, ne? Ah, jetzt. Der macht das komplett leer, ne? Das macht er auf einen Schlag komplett leer, das Ding. Wir bräuchten auf jeden Fall noch welche. Aber wir machen schon wieder Plus.
Ich hoffe, die kaufe ich jetzt auch instant an der Grenze gleich mal eine Ladung Sondermüll an. Einfach, weißt du, fürs gute Gefühl auch, für die Umwelt. Ne? Die Betriebe liefern direkt hier rein. Also die liefern direkt in die Müllverbrennung rein. Das ist auch für mich in Ordnung, dass sie das machen. Hier, er zum Beispiel, ne? Guck, er hat Sondermüll dabei. Das sind nur ganz wenig, ne? So. Das müssen wir halt jetzt noch ein paar bisschen durchhalten, bis wir unsere Millionen abbezahlt haben. Das läuft gerade ganz gut eigentlich so. Die Verarbeitung ist richtig on point, ne? Aber es qualmt auch ein bisschen über Bützenbach. Gut, der fährt mit 16 Tonnen gemischten Müll durch die Gegend, ne? Ist ja nicht so, dass wir davon nicht genug hätten. Aber wenn das überwiegend Asche ist, dann tut mir das tatsächlich gar nicht mal so schlimm weh. Jetzt bin ich mal gespannt. Wir haben jetzt 10. September. Ich würde gerne im September wieder so 41.000 plus machen. Das wäre ganz geil. Aber die schaffen es tatsächlich, dass wir hier die Produktion wirklich laufen haben, ne? Hier brennt was. Hat irgendjemand die Kirche wieder angezündet? Meine Güte. Die Feuerwehr ist da. Kümmert sich. Die Umweltstation. Zum Glück können wir keine bauen. Zum Glück ist das komplett verloren, weil wir können eh keine bauen. Also, im Übrigen, denen hier hinten, denen hier, sage ich jetzt im Übrigen auch noch was. Und zwar, die dürfen Nahrungsmittel holen. Ab einer Lagerfläche von 50% oder mehr dürfen die hier an der Laderampe laden. Und dürfen am Zollhaus. Ah, warte mal, das sind die falschen. Nee, Moment. Ich will das noch ein bisschen erst einspielen lassen. Ja, wobei, wir können jetzt sagen eigentlich, warte mal kurz, bevor ich jetzt das mache, will ich wissen, wie viel Essen ich da drinnen habe. 30 Tonnen liegen bereit. Ist nicht mal wenig, ne? Ich meine, die haben hier 17 Tonnen drin. Sollen wir das System schon komplett umstellen? Auf Eigenbetrieb? Dann könnten wir halt den Verkauf damit auch gleichzeitig ein bisschen wurschteln, ne? Ich meine, wir müssen trotzdem noch anderen Stuff kaufen. Aber dann haben wir Essen automatisiert und auch den Verkauf automatisiert. Ihr sagt ja, dann kaufe ich kein Essen ab jetzt mehr an der Grenze. Gut. Kein Essen wird mehr gekauft, sondern es wird sogar verkauft. Und beladen wird das ganze Ding ab 50% Ladefläche im Materiallager. Und zwar hier. Wir sind bei 10%, aber gucken, wie schnell das geht. Also bei 50%, wenn da wirklich jetzt dann nur mal so ein paar hundert Tonnen oder etwas über 100 Tonnen drin liegen, dann können wir den Verkauf bei so 170 Tonnen rum, waren das, glaube ich, können wir dann in den Verkauf reingehen. Ich glaube, das ist dann ganz gut. So, was sagt der Müll? Müll ist schon wieder gut beladen. Da hoffentlich kommt da, da kommt da gleich einer, wunderhübsch. Lädt auch gleich auf, damit der gemischte Müll nie überläuft. Und hier wird ordentlich rausge... Oh, herrlich. Hey,
Das klappt gerade tatsächlich. Aus irgendeinem Grund klappt das gerade so halbwegs. Ich weiß nicht wieso, aber es klappt irgendwie. Wir halten mit dem Geld, was wir jetzt gerade haben, erstaunlich lange durch. Ja, jetzt ist hier gerade wieder aufgeladen worden. Der hat über dieses Ding gleich da reingeladen, ne? Also das ist ja, hat auch funktioniert. Ja. Es sind aber nur zwei Leute gerade drin. Da kommt aber gleich der nächste Bus. Und zack, sind wieder welche drin. Herrlich. Lebensmittel. Was kaufen wir an Lebensmittel an? Import sowjetischer Block. Dieses Jahr. Lebensmittel haben wir gekauft für 35.000 Rubel bis September. Ja, da war schon ordentlich Geld bei drin. Ne? Also ich meine, 35, das ist jetzt nicht die Wucht. Ne? Das ist jetzt nicht alles nicht krass viel. Aber jetzt 35.000 weniger ist natürlich auch eine gute Geschichte. Komm, verdienen wir ein bisschen Geld noch. Ich will nicht auf null runterdroppen. Ich will kein... Nein! Ja, okay, dann nehmen wir halt jetzt einen Kredit auf. So, was nehmen wir an Kredit? Machen wir mal 700.000. Und zahlen den hier komplett zurück. Das war jetzt Unsinn, oder? Jetzt habe ich auch nur 37.000 zum Blödsinn. Na gut. Aber ich habe immerhin noch genug Kapazität frei. Das ist natürlich jetzt dumm gewesen, aber ja. So. Wie viel Geld kostet uns eigentlich nochmal genau das? 100.000 ungefähr, ne? Jetzt, okay. Jetzt sind wir auf 78.000 runter, ne? Ich meine, wir müssen das langsam runterfahren. Wir müssen den Kredit langsam runterfahren. Wenn wir mehr Plus machen würden, würde ich halt alles über 100.000 immer in die Kredite reinstecken, damit wir die loswerden. Aber aktuell bin ich einfach nur froh, wenn es langsamer geht, weil dann können wir diese Megakredite hier, das waren ja die oberen ursprünglich, alles so, was eine Million oder mehr war, das ist ja utopisch, dass wir das auf die Schnelle abzahlen können. Deswegen wollte ich das eigentlich verzögern, damit wir monatlich trotzdem die Raten bezahlen und damit die Kreditsumme, die gesamtfällige Schuldsumme einfach noch fällt. Wie auch immer. Momentan, es muss nur eine Zeit lang halten. Wir halten erstaunlich lange mit dem Geld durch. Das klappt natürlich jetzt auch durch die massive Verschmutzung Bützenbachs. Aber das ist halt so. Am liebsten würde ich mir eigentlich nochmal 4 von diesen Skiffs kaufen, von diesen Garbage-Dingern da, Skiffs kaufen. Das wäre halt von denen da. Das wäre halt irgendwie schon gut, weil die haben halt Ladefläche mit 39 Tonnen. Das ist schon sehr solide. Und ich glaube mal so einer mehr, aber die kosten halt gleich fast 30.000, ne? Aber einer mehr wird sich hier schon lohnen, um das alles ein bisschen zu verbessern. Ich sehe keine Verschmutzung, also gibt es sie nicht. Ja, er holt jetzt hier wieder den gemischten Müll ab. Die Verbrennung, die ist ein bisschen von der Stadt weg. Jetzt nicht ultimativ, weil ich brauche die Leute hier. Aber ein bisschen Platz ist da noch dazwischen. Ja, okay, das schaut gut aus. Wir kommen auch langsam wirklich hier mal in die Gesamtfüllmenge rein. Ich meine, wir könnten jetzt auch fast 2 von den Dingern nochmal mit Sondermüll vollladen. Habe ich das auch so eingestellt? Wo ist die Verbrennung? Nee, Quatsch. Ich suche diese Müllhalde, wo der Sondermüll reingeladen wird. Das war ziemlich am Ende, ne? Hier.